Im Grunde genommen geht es in meinem Projekt um die Grenzüberschreitung im Miteinander. Genauer gesagt die Grenzüberschreitung im öffentlichen Personennahverkehr. Unangenehme Blicke, ekelhafte Sprüche, gespreizte Beine lassen uns ein Gefühl von Unwohlsein und geben uns ein Gefühl von Belästigung. Besonders Frauen werden in diesen alltäglichen Grenzüberschreitungen besonders erfasst. Und es muss etwas getan werden, um ein respektvolles Miteinander zu haben. Die ersten Ideen zum Projekt Don't Be a Spreader kamen mir nach meinem Umzug nach Berlin vor knapp 2 Jahren. In der U-Bahn sah ich täglich Männer mit breit gespreizten Beinen da sitzen und dann sah ich noch die BVG-Sticker und ich dachte mir, das sei eine schöne Lösung, um Bewusstsein auf dieses Problem zu beleuchten. Und BesucherInnen sollen hier in der Ausstellung das Gefühl haben, in der U-Bahn zu sitzen und sich auszutesten, wie breit man hier auf dieser Bank sitzen kann und dass man auch ein normales Beieinander zu dritt auf dieser Bank haben kann, ohne dass sich die Person belästigt fühlt oder in ihrem Raum eingeschränkt fühlt. Das Projekt soll das Bewusstsein für den persönlichen Raum im öffentlichen Personennahverkehr schaffen und nachhaltig beeinflussen.